Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal. Und zwar, heute geht es darum, die Tür komplett auszurüsten und nochmal den Xenon-Sektor zu fliegen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich mitnehmen kann. Ich will nochmal schauen. Die AGI Task Force unterhält eine beträchtliche Anzahl dieser schweren Schlachtschiffe. Von der stärksten Waffe könnte ich mitnehmen. Verteidigungs- und Angriffsoptionen zur 12, 24... 32, das kriege ich gar nicht alles rein. Da muss ich auf ein paar verzichten. Ich werde mich erstmal für 12 entscheiden, mindestens. Mehr Diese kann ich nicht mitnehmen. Punkt Singularitätsprojektor. Transferiert. Dann bin ich ja schon voll hier. So. Dann nehme ich die MAM-Werfer mit. Am besten auch 12. Eine Waffe, die man üblicherweise auf Korvetten und Fregatten vorfindet. Der Materie-Antimaterie-Werfer feuert ein bombenartiges Projektil, welches eine geringe Menge in ein Materie-Antimaterie-Werfer. Und dann nehmen wir 100 Gefechtsköpfe mit. Materie-Antimaterie-Gefechtsköpfe. Und von der Schockwellenkanone. Ah, da oben ist er. Wie groß ist die? Ah, da nehmen wir ruhig 20 Stück mit. Fregatten, Zerstörern und Trägern eingesetzt wird. Starburst Schockwellenkanone. Dann nehmen wir noch ein paar EM-Plasmakanonen mit. Na, wo haben wir sie denn? Diese Kapsel. Wir nehmen wir damit. Ja, so viele Diese brauchen wir nicht. Wird meist auf einigen mittleren bis größeren Kampfschiffen installiert. 30 die Stück. Und hochentwickelte EM-Plasmakanone der Erdflotte ist die am häufigsten vorgefundene Waffe auf terranischen EM-Plasmakanonen. So, was haben wir denn jetzt mit? Fracht. 20. 40. 60. 64 Kanonen oder Laser. Ich nehme noch ein paar von den EM mit. Diese Waffe wird meist EM-Plasmakanone. Und dann noch von diesen. Von dieser Schockwellenkanone. Starburst Schockwellenkanone. Und den Rest können wir Energiezellen. So könnte es doch passen. Energiezellen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt den Xenon-Sektor überleben. In denselben Sektor. Sprungantrieb wird geladen. Mit demselben Befehl. 20, 30, 40, 50, jetzt weiche ich mal gar nicht 60, aus. 70, jetzt lasse ich ihn 80, mal machen. 90, initiiere Sprung. Wenn natürlich dann alle drei Qs kommen und der J, könnte es knapp werden. Aber schauen wir mal, ob ich jetzt wieder zerlegt werde. Erreiche System Xenon-Sektor 627. Autopilot aktiviert. So. Ich werde jetzt gar keinen Befehl weitergeben. Aufgeschaltet. Noch ist der Sektor leer. Kein Müll liegt rum. Also zwei Raketen, okay. Xenon N. Du bist wahrscheinlich das erste Opfer. Er greift uns an. Kein Ziel. Okay. Das war bis jetzt noch keine. Aha, jetzt geht's los. Xenon J. Jetzt kommt das J. Jetzt wird es schon interessant. Und die Qs alle. Ach, du hast irgendwas kaputt geschossen.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Waffen. Okay, Punkt Singularitätsprojektor hat er geladen. Ist auch sinnvoll mit der höchsten Kampfentfernung. Jetzt schießt das J mit kleinen Waffen zurück. Tut mir leid. Asteroid. Keine Rosen für dich. Ha. Oh, jetzt geht's hier oben weiter. Genau, jetzt kann ich mich auch mal da oben erwehren. Eieieiei. Schon nur noch 80% Schilde. Okay. Was ist jetzt noch da? Noch zwei Kuhs. Okay. 14% Schild. Da oben ist das nächste Kuh. 7 Kilometer. 10. Genau, mach das zuerst kaputt. Er greift gleich beide an. Der eine dreht ab, das ist gut. Genau, wir greifen an. Oh, das könnte böse ausgehen. Wir haben noch mitgenommen. Das war dann doch zu viel. Das sollte man da vielleicht doch lieber zwei mitnehmen. Alles klar. Okay. Das soll's mit den Waffentests gewesen sein für heute. Ich muss ja kurz ein bisschen umbauen. Brauche ich nämlich keinen Joystick mehr, weil jetzt geht's mit dem Handel weiter. Weil jetzt wegen 9 Minuten beende ich das Video noch nicht. Entschuldigung. Also muss ich jetzt. Somit sind die Waffentests alle abgeschlossen. Und ich kann jetzt meinen Komplex fertig planen. So, jetzt muss ich erstmal die andere Datei noch öffnen. Und mal sehen, das Profil muss ich wahrscheinlich wieder ändern. Ach ne, es ist sogar noch drin, Handel. Okay, gut.
ich muss erstmal gucken, was hier los ist. Händler. Hier ist alles schick. So, ist denn wieder ein Schiff fertig? Nein. Es dauert nicht mehr lange. Genau, ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben. Ich wollte nämlich noch ein Mistral. Ich habe ein neues Experiment vor. Und zwar möchte ich gerne testen, was welche Händler schneller leveln als Universumshändler. Großer oder kleiner Frachtraum. Dafür brauche ich neue Händler. Die will ich natürlich alle selber bauen. So, jetzt gucke ich erstmal meine Mission. Infra, Telatianium Gießerei L. So, jetzt gucke ich erstmal. Handel. Das war's doch jetzt. Telatianium Gießerei L. Gibt's hier nicht. M. Die gibt's hier. Da ist er. Halt. Teladianium Gießerei M. Billionen gibt es dafür und das Ding hat nur 300.000 gekostet. Sonnenkraftwerk M. Gibt es das hier? L. Die haben wir hier gar nichts. Wo bin ich denn hier? PTNI. Docke an. CEOs. Da gab es immer viel. So, okay. Buster Verteidiger. Wo bist denn du? Heimat der Legende. Ach ja. Den haben wir ja eingesammelt. Gehe zur Position. Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. Was weiß ich hierher? Keine Ahnung. Kommando akzeptiert. So, Shukao. Aha. Gelandete Schiffe. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Und dann holst akzeptiert. Dann müssen wir erstmal die ganzen Schiffe einsammeln. So. Eclipse. Finde auf Sektorkarte. Aha, du bist da auch angekommen. Okay. Wo bin ich? Ein Hafen der Ruhe. Dann ist ja jetzt der Kollege einkaufen. Dann fliege ich jetzt erstmal hier. Nach unheilige Herkunft. Aber erstmal muss ich hier das Zeug einsammeln lassen. Da kann ich ja mal da hochfliegen. Kampfdrohne. Dass es nicht so lange dauert. Ein Schiff habe ich noch. Und 2000. Okay, gibt es hier noch eine Mission? Hier gibt es ja noch eine Mission. Sie sprechen mit dem... Ich werde Ihnen die Informationen jetzt... Nehmen wir natürlich mit. Sie sprechen. Okay, kam eine Nachricht. Marco Aufklärer, Handel. Aha. Du wolltest einen Sprungantrieb kaufen. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Du wolltest einen Sprungantrieb kaufen. Und zwar möchte ich nämlich, das kann ich ja jetzt gleich schon mal kaufen. Einen Superfrachter kaufen. Der
So. 1 MJ-Schild entfernt. Frachtraum geschlossen. Okay, jetzt muss ich auf meinen Chocaro warten. Eingehende Nachricht. Marco Aufklärer. Okay. Das sollten doch aber noch mehr sein. Habe ich hier vergessen? Benachrichtigung. Okay. Handel. Sprungantrieb. Halt. Du fliegst nämlich jetzt zur Heimat der Legende und übergibst ein paar Energiezellen. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ach, das war jetzt blöd. Ich habe gar keinen Sprungantrieb gekauft. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. Jetzt gucke ich nochmal nach meinen ganzen Händlern. Da ist alles hübsch. Und jetzt nochmal hier zu diesem Eclipse. So, der ist das Außenposten. Dich habe ich natürlich vergessen. Okay, dich müssen wir nachher noch holen. Ansonsten alles sortiert, aber du nicht. Ach, du hast einen Sprungantrieb. Die Research Incorporation damit beauftragt, einen schweren Mehrzweckjäger zu entwickeln. Das Ergebnis war die Eclipse, etwas größer als die Nova. Dann holst du dir selber mal Energiezellen. Gibt es hier irgendwo Energiezellen oder mal? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Gibt es hier keine Energiezellen? Nein. Aber eine Handelsstation gibt es das. Erteilt. Kommando akzeptiert. Dächte ich. Typische Argon-Rausch. Eingehende Nachricht. Gibt es keine? Das ist ja doof. Jetzt kriegst du keine Energiezellen oder was? Och, das ist doch zum Kotzen. Trantor, nee, roter Schein. Okay, dann muss ich halt nachher so einsammeln. Okay, Atmosphärentransporter. Ich brauche Teladianium L. Teladianium L. Und eine Partikelbestehhalt. Die haben wir schon. Sonnenkraftwerk M, habe ich das schon? Sonnenkraftwerk M? Nee. Handel. Andockerlaubnis erteilt.
Und das ist in Hafen der Ruhr. Wie viel hast du jetzt überhaupt noch Energiezellen? Da müssen wir dich auch langsam auftanken. Gehe zur Position Hafen der Ruhr. So, dann bauen wir nämlich das zuerst auf. Kommando akzeptiert. Ihre Eclipse. Okay, du bist wieder angekommen. Dann warten wir, bis der Atmosphärentransporter hier ist und dann baue ich gleich die Station auf. Da ist er. Atmosphärentransporter. Lass mal gucken, was sollen hier her? Die L, okay. Teladianium L. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Geld ich vorher hatte. Aber das kann ich jetzt schnell machen. Eingehende Nachricht. 128 Millionen. So, und jetzt soll ich ausbauen. Die M. Die kommt wohin? Dunkle Wasser. Und du sollst hin? Tiefen der Stille. Halt. Geh zur Position. Okay, du gehst da hoch. Kommando akzeptiert. Und ich guck, was ist hier. Aha, okay, gut. Ich speichere ab. Und warte, bis der Frachter da drüben ist. Kein Ziel. Da kann ich hinterher springen. Ah, da ist mir noch ein bisschen zu viel Betrieb. Autopilot aktiviert. Na gut, ich habe ja vorher gespeichert. Was soll ich jetzt bauen? Das M. Teladianium M. Aha, da wartet erst noch, bis der Bastard-Verteidiger angedockt hat. Dieser Außenposten dient als entlegene Operationsbasis für militärische Schiffe. Ist da schon wieder einer fertig? Nein. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20%. So, dazu muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass ich einen besseren Überblick habe, dass alle meine anderen Frachter mindestens Universumshändler sind. Obwohl, eigentlich brauche ich das nicht, ist ja Quatsch. Die benenne ich ja fortlaufend. So. Erreiche System, dunkle Wasser. Fracht. M. Und zwar hier. Eingehende Nachricht. Mission. Autopilot deaktiviert. Atmosphärentransporter. Gehe zur Position Tiefen der Stille. Kommando akzeptiert. Okay, 136 Millionen. Eigenversorgung produziert fleißig. Ah, da kann ich in der Zeit noch ein paar Schiffe verschwinden lassen.
was ich gemacht habe. Ich habe bei dem Uhr das Außenposten jetzt geändert, dass da 25 Millionen in Zukunft selber behält. Aha, okay. Handel. Du wolltest nur einen Sprungantrieb kaufen. Sprungantrieb. So. Eingehende Nachricht. Du willst dahin fahren, fliegen. Kommando akzeptiert. So, und ich verfolge den Kollegen hier. Sprungantrieb wird geladen. 10%, dass ich 20, 30, da 40, die nächste Station aufbauen kann. 60, 70, 80, Sonnenkraftwerk. 90, initiiere Sprung. So, und dann können wir ihn wieder auf Einkaufstour schicken. Erreiche System, Tiefen der Stille. Ach, warum es immer ganz runterspringen muss? So ein kleines niedliches wollten sie haben. Kleines niedlich. So, Paralytenpartikelbeschleunigerkanone. Kaiman, Autopilot deaktiviert. So, das gibt es. Dreieinigkeit. Na? Jetzt sehe ich Dreieinigkeit nicht. Oh. Bin ich blind? Dreieinigkeit. Es gibt, ist doch hier irgendwo. Ach, da unten. Schiffswerften sind das Herz Partikelbeschleuniger der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, nee. In denen Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Hier gibt es ja auch kaum was. Ausmaßen. Sag mal, wo waren das Paraniden, wo die zu viel hatten? Himmlische Offenbarung? Dreieinigkeit? Wo gibt es noch? Paranid Prime? Da war ich ja gerade. Die dritte Erlösung, glaube ich, war das doch. Sind das Herz und die Seele. Da haben wir sie. Atmosphärentransporter. Die dritte Erlösung. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay, Warntausch mit. Energiezellen. Transferiert. Kein Ziel. So, Autosprung. Navigation. Springe in Sektor. Ach. Energiezellen. Transferiert. Energiezellen. Transferiert. Du gehst zur Position. Halt. So, und der Kommando akzeptiert. Okay.
Folgende Nachricht. Kommando akzeptiert. Hallo, ich benötige dringend Ihre Hilfe. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Mission. Na, es wird langsam weniger. Wird Zeit, dass ein neuer Stationsbau machen kann. Ja, so. Aktiviert. Sie sprechen mit dem Auto. Was wünscht? Ich übermittle jetzt die angeforderten Informationen. Was ist denn ein Helios? Ein Helios. Hab schon nie gehört. Schiffe. Was ist denn das? Ein Helios. Ein Helios. Gibt's hier nicht. Wie kriege ich denn jetzt heraus, was ein Helios ist? Autopilot deaktiviert. Brunnen. Ach, jetzt bin ich wieder zu weit weg. Andockerlaubnis erteilt. Was ist denn ein Helios? Das ist ja ein Ding. Wie kriege ich denn das heraus? Ein Helios. Autopilot deaktiviert. Sie sprechen mit dem Automatisierer. Was wünscht? Ich übermittle jetzt okay. Die Wir machen eins. Es ist eh jetzt rum die Zeit. Ich guck mal, was ein Helios ist. Und in der nächsten Folge verrate ich euch das. Bis dann. Ciao, ciao.